Herzlich willkommen euch allen zu dieser nächsten Session am heutigen Clara Experience Day. Mein Name ist Adrian Rentsch und ich freue mich sehr, euch jetzt die Zukunft von Clara ein bisschen näher zu bringen. Und im 2020 ist etwas passiert und die Veränderung, die hat grossen Einfluss auf die Zukunft von Clara. Aber was ist denn passiert? Wir haben es eingangs von Renata schon gehört. Im Oktober hat die Schweizerische Post die Mehrheit der Clara Business AG übernommen. Und das stärkt natürlich die heutige Position, das heutige Produktportfolio von der Clara in den KMU-Bereichen. Und auf das möchte ich kurz noch einmal eingehen. Jetzt, das ist aber noch nicht alles. Durch die engere Zusammenarbeit wird Clara neue Produkte lancieren können. Und wir werden auch ganze Marktfelder bewirtschaften und ein zusätzliches Ökosystem aufbauen. Und auch da möchte ich 2, 3 Insights geben, in welche Richtung das so geht. Das sind vor allem visionäre Themen. Mit dabei bei mir ist auch der Hans-Peter Rodauner, er betreut den Chat, er wird dann später zu einem kurzen Interview daherkommen, hat selber ein paar Fragen, wie es sich so für ein Interview gehört und nimmt sicher sehr gerne auch noch Fragen von euch aus dem Publikum mit. Das nehmen gegen das Ende der Session. Ich würde jetzt aber sagen, fangen wir doch gerade an. Best of both worlds steht dort. Das ist das Motto von dieser Mehrheitsübernahme auf der Schweizerische Post oder Clara Business AG. Die Post war so seit Anbeginn Investorin, Aktionärin von der Clara. Und im 2020 ist man sich einig geworden, dass sie die Mehrheit übernehmen mit 50,1%. Und dabei machen wir im Sinn des Joint Venture und gemeinsamen Projekt Digitalisierung in der Schweiz entscheidend vorwärts bringen in den nächsten Jahren. Und Best of Both Worlds in diesem Zusammenhang heisst, die Stärken von beiden Firmen bestmöglich zu kombinieren. Das ist einerseits Clara Business AG. Mit schlanken Strukturen ist es ihr möglich, auf Marktveränderungen und Kundenbedürfnisse direkt einzugehen. Und auf der anderen Seite ist da die Schweizerische Post. Sie genießt bei der Schweizer Bevölkerung und Wirtschaft eine sehr grosse Reichweite und vor allem auch sehr grosses Vertrauen. Als neutrale Intermediärin im Transport von Waren, Informationen, Wert und auch Menschen sorgt sie für Fairness im Aufbau von neuen Ökosystemen. Und genau so ein Ökosystem wollen wir ja neu zusammen auch kreieren. Und so haben wir die Möglichkeit, die digitale Schweiz so richtig in Bewegung zu bringen in den nächsten Jahren. Und Bewegung ist in diesem Zusammenhang genau das richtige Stichwort. Schauen wir mal den Motor für eine moderne Schweiz ein bisschen genauer an. Ein paar Leistungszahlen von diesem Motor von der Schweizerischen Post. Auf der Post-Webseite heute 2,6 Millionen Accounts von Privatpersonen sind dort unterwegs. 30 Millionen Accounts von, das wäre gerade ein bisschen viel, 300'000 Accounts von Geschäftskunden und zusammen produzieren sie über 50 Millionen Logins. Das ist also eine Rechtbewegung drauf auf der Webseite post.ch. Doch was machen die eigentlich? Die bestellen einen Webstamp, die verschicken Postkarten und sie steuern vor allem auch Sendungen. Sendungen, die unter anderem sind Päckchen, fast 150 Millionen im 2019. Und davon, dass ihr euch vorstellen könnt, was Steuern heisst, 70'000 Päckchen pro Woche werden mit einem Auftrag versehen. Ein Auftrag heisst nicht zum Beispiel, man kann wählen, an welchem Tag es geliefert werden soll oder an welchem Ort. Und last but not least, tut Posto Briefe, adressierte Briefe verarbeiten, 1,8 Milliarden pro Jahr. Und darunter sind vielfach auch wichtige Informationen, die Banken, Versicherungen oder Behörden ihren Kunden auch zuschicken. Solche wichtige Informationen später auch mehr dazu. Und heute sind viele von diesen Informationen noch physisch und es ist nicht auszuschließen, respektive die Markttrends zeigen, dass immer mehr von solchen Informationen auch digital abgewickelt werden. Das waren jetzt ein paar Zahlen zu dem Motor für eine moderne Schweiz. Das ist auch der Motor für die neue Clara. Und weil Clara gehört eben seit Ende 2020 zur Schweizerischen Post dazu. Motor für eine moderne Schweiz, Film ab, bitte. Besonderes entsteht, wenn man sich auf das Wesentliche fokussieren kann. Dazu brauchen Menschen und Unternehmen größtmöglichen Freiraum. Wir bei der Post schaffen diesen Freiraum, indem wir bewegen. Waren, Informationen, Werte und Menschen. Wir bewegen die Schweiz mit vertrauenswürdigen Leistungen in der physischen und digitalen Welt.
Zu Hause, in der Freizeit und beim Arbeiten. Auf dem Land und in der Stadt. Jederzeit und über alle Grenzen hinweg. Damit sich die Schweiz auch in Zukunft auf das konzentrieren kann, was ihr am Herzen liegt. Dank der Schweizerischen Post. Dem Motor für eine moderne Schweiz. Clara wird also zum Motor für eine moderne Schweiz im Bereich von digitalen KMU-Lösungen. Doch was sind digitale KMU-Lösungen? Und das im Eingangsreferat vom heutigen Tag von Renato schon erwähnt. Haarschneiden kann Clara nicht, aber wir können helfen, den Kreis in dieser Bewegung zu behalten. Den Kreis um ein Coiffeur-Geschäft um hier. Bestehend aus Bekanntsein, Verkaufen, Administrieren, Kunden bin als Aufgaben, die irgendwie mit dazugehören, wenn man ein Geschäft hat. Das Coiffeur-Geschäft hier hat die kostenlosen Module Lohn, Buchhaltung und CRM gelöst, plus neben bedarfsgerecht noch die Kostenpflichtigen dazu. Vielfach ist es ja so, dass so kleine Unternehmen nicht die notwendigen Ressourcen haben, für eine eigene IT-Fachkraft anzustellen, die sich dann um die Infrastruktur kümmert, etwas, was heute einfach auch dazugehört. Und deshalb hilft hier Clara mit ihren digitalen Lösungen, weil entlang vom Bedürfnis des Coiffeur-Geschäfts kann es jetzt aus diesen vier Bereichen die Module auswählen, die es effektiv auch braucht. Für die rund 1600 Franken pro Jahr ist alles abgedeckt. Das zweite Beispiel ist der Maler Gipser. Er hat weitergehende Bedürfnisse, hat durch das nachher auch einen Clara Coach zu raten genommen. Ich habe geholfen, die richtigen Konfigurationen zu machen, dass eben der Motor richtig in Bewegung ist, der Kreis um sein Geschäft herum. Und für total rund 2750 Franken hat auch er alles mit dabei, was er braucht. Und was kann er eben? Er kann sich dann effektiv auf sein Kerngeschäft auch konzentrieren. Zusammen mit der Post wird jetzt Clara hier weitere Funktionalitäten entwickeln und das Angebotsportfolio für Schweizer KMU ausbauen. Und denkbar ist vor allem auch im Bereich E-Commerce in Kombination mit der Webseite, die wir gesehen haben, mit den Online-Shops, die da existieren, eine tiefere Integration bei Logistikthemen herzukommen. Dort verschmelzen eben genau im Sinne einer Verlängerung von einer Lieferkette die beiden Kompetenzen, das Best of Both Worlds. Das stärkt die Position und macht das Angebot noch so attraktiver. Gut, das ist aber nicht alles. Es gibt schon noch Neues 2021. Clara wird 3 neue Produkte lancieren für Privatkunden und Haushalte. Und die 3 neuen Produkte sind die hier, die ihr seht auf der Folie. Das ist der sichere Nachrichtenverkehr, der digitale Briefkasten. Es geht uns doch allen so, wenn wir daheim unsere Büroarbeit erledigen, wir bekommen Informationen von jensten Kanälen. Das sind Briefe, das sind E-Mails, das sind Dokumente, die wir vom Portal abladen lassen. Und es sind nicht nur ein Portal, sondern es sind verschiedene Versicherungen, es sind Behörden und Banken. Überall liegen die Dokumente umeinander. Wir wollen hier mit dem sicheren Nachrichtenverkehr, mit dem digitalen Briefkasten einen Ort schaffen, Werkzeuge der Privatpersonen und Haushalte in die Hände legen, wo sie möglichst einfach die Informationen zusammensammeln können und an einen Punkt bringen. Die Verzettelung soll aufhören. Jetzt ist es ja schön und gut und recht, jetzt haben wir mal alles an einem Ort. Was macht man jetzt damit? Und darum ist das zweite Produkt, das wir werden lancieren, ist der intelligente Bürotisch. Schlussendlich geht es ja darum, in den Haufen ein bisschen Ordnung zu bringen, die Sachen auch zu erledigen, Rechnungen zu zahlen, anderen Fragen Antwort zu geben, die da gestellt wurden. Und da wird die künstliche Intelligenz, die Clara heute schon kennt, sicher auch helfen, dort Ordnung reinzubringen oder eben auch möglichst viel daraus zu automatisieren. Und am Schluss, jetzt haben wir die Informationen gesammelt, wir haben sie geordnet, wir haben sie erledigt und jetzt wollen wir das ja vielfach nachher auch ablegen, um es später wieder zu brauchen. Und das soll die interaktive Ablage helfen. Ablegen. Unterstützung am richtigen Ort, das möglichst schnell dann wiederfinden. Das ist sicher manchmal auch nicht einfach. Und dann natürlich wieder verwenden und weiterleiten. Dann möchte ich ein Beispiel machen. Stell dir mal vor, respektive, ihr habt sicher auch daheim irgendwas Bücher gestellt, dort drin sind die Bundesordner. Und dann hat er da so einen Stapel Papier, das Post, was er gemacht hat. Und dann schmeißt er das einfach an das Regal her. Und jetzt mit dem intelligenten Bürotisch, mit der interaktiven Ablage, das geht nachher genau an den richtigen Ort, in die richtigen Bundesordner.
Und dann müsst ihr Steuererklärung machen, Ende Jahr klatscht ihr zweimal in die Hände und die Informationen kommen wieder zurück, und zwar genau die, die ihr braucht, für die Steuererklärung auszufüllen. Das ist so das Sinnbild, das wir hier meinen mit dem sicheren Nachrichtenverkehr, mit dem intelligenten Bürotisch und der interaktiven Ablage. Voilà, und das ist noch nicht alles. Jetzt nehmen wir die drei Produkte, machen sie in Hosentaschenformat und lancieren im 2021 Clara MyLife. Macht dein Leben einfach. Clara MyLife dabei ist ein digitaler Assistent, auch in diesem Hosentaschenformat. Er organisiert das private Leben, er ordnet, speichert, erinnert und visualisiert mit einem Login all meine Interaktionen, die hier passieren. Er garantiert mir auch Privatsphäre und automatisiert nach meinen Wünschen das, was ich mich einfach nicht darum kümmern will, sondern einfach so passieren. Das klingt schon nach viel Vereinfachung. Die Frage ist, geht es denn noch einfacher? Selbstverständlich geht es noch einfacher. Weil aufmerksame Zuhörer haben ja gehört, dass wir nicht nur MyLife als App machen, sondern wir haben auch ein ganz neues Ökosystem aufbauen und kreieren. Ein Ökosystem bestehend aus Banken, Versicherungen, Behörden und noch viele weitere Unternehmen. Und das Ökosystem verbinden wir dann mit dem intelligenten Bürotisch, mit dem digitalen Briefkasten. Und das heisst, ich muss nicht mehr selber alles sammeln, sondern es kommt automatisch aus dem Ökosystem in die Interaktion mit dem, was ich machen will, und automatisch auch in die Interaktion bei den Geschäften und bei den Unternehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, wie sie hier beschrieben ist, die Kommunikation zwischen Unternehmen, Behörden mit ihren Kunden. Und das ist B2C-Kommunikation. Und genau diese Kommunikation werden wir in den nächsten Jahren in der Schweiz revolutionieren, auf den Kopf stellen. Das wird in Zukunft anders gehen. Ja, jetzt, was heisst das, revolutionieren? Das ist ein Anspruch, den man sich selber stellt. Und ich würde dort gerne ein Beispiel machen, was bei uns bei Clara das würde bedeuten, das Revolutionieren. Und im Bereich Kommunikation ist in der Vergangenheit ein Teil wirklich revolutioniert worden, und das ist C2C-Kommunikation, also wie die Menschen zusammen reden, zusammen interagieren. Stichwort hier sind Social-Media-Plattformen. Und in der letzten Dekade ist dort in der C2C-Kommunikation unter dem Stichwort sehr viel passiert. 2004 sind die ersten sozialen Netzwerke gekommen. 2009 war ja der Anfang vom Ende vom SMS. 2010 sind auch zu den Texten Netzwerke gekommen, die Bilder haben, Geschichten erzählt. 2011 ist, wer es nicht kennt, mal danach suchen, ist der Beginn von einer beispiellosen digitalen Vernetzung zwischen Menschen im asiatischen Raum. Und 2016 kommt schon bereits die nächste Generation von Social-Media-Plattformen daher, von sozialen Netzwerken, und die fokussiert sich explizit auf junge Menschen. Also da geht extrem viel, und zusammenfassend kann man sagen, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren wirklich alles in der C2C-Kommunikation auf den Kopf gestellt wurde. Also es ist, es ist heute nicht mehr so, wie es vorher war. Und genau eine solche Revolution, eine solche Veränderung möchten wir auch erreichen bis 2030, eine solche Revolution in der B2C-Kommunikation. Yeah. Ja, Ansprüche, die sind ja riesig. Ja, sie sind riesig. Aber das zeigt auch die DNA von Clara. Wir gehen mit Passion, wir gehen mit Leidenschaft hinter solchen Themen, und wir setzen uns wirklich grosse Ziele. Und es ist auch das, was uns nicht tagtäglich motiviert, das Beste zu geben. Und das hier in unserem Fall, im Clara MyLife, ist die B2C-Kommunikation wirklich auf ein nächstes Level zu bringen in der Schweiz. Jetzt noch ein bisschen Realitätsabgleich, noch ein bisschen Bödeli holen. Oder warum gelingt uns das? Warum sind wir überzeugt, dass das wirklich auch gelingt? Und dann ist es so, dass in den letzten 5 Jahren die Post mit ihren E-Postlösungen sich intensiv mit der B2C-Kommunikation auseinandergesetzt hat. Also hat man sehr viele Erfahrungen sammeln. Man hat Marktentwicklungen gemacht, man hat auch Produkte und Angebote gehabt. Und ebenso haben wir bei Clara viel Forschung betrieben, alles rund um das Büro vereinfachen. Und am Ende des Tages geht es in der B2C-Kommunikation genau um das. Und wir haben durch das auch Schmerzpunkte und Bedürfnisse bei beiden Usergruppen oder Kundengruppen herausfinden. Das sind auf der einen Seite Unternehmen, Behörden.
die wollen ihre digitale Reichweite steigern. Und das ermöglicht ihnen nachher auch prima mal die ganz normalen Kommunikationskosten auch zu senken. Doch am Ende des Tages geht es nicht nur um das. Man stellt sich mal das Potenzial vor, das eine digitale Kommunikation hat, oder einfach unter Anwendung aller Technologien, die wir heute auch kennen. Man stellt sich mal das Potenzial vor und man stellt sich mal vor, es gelingt nicht so, Potenzial dort zu schliessen und auszuschöpfen. Und wenn man dann dort noch das Kundenerlebnis wirklich, wirklich als Interaktion gestalten, dann steht noch viel, viel mehr, als einfach, ja, ein Unternehmen hat seinem Kunden irgendetwas gesagt. Und die Folgen davon sind eine gesteigerte digitale Kundenbindung. Und noch einmal als Folge davon ist etwas, was es dann wirklich darum geht, in diesem Fall, meiner Meinung nach. Und man hat dann die Chance, als Unternehmen bei seinem Kunden genau im richtigen Moment mit dem genau richtigen Angebot zu erstellt zu sein. Und das hinterlässt beim Unternehmen, wie auch bei den Privatpersonen, einfach eine Win-Win-Situation. Und da wir mit MyLife die Kommunikation auch befeuern können, ist es auch für uns nachher eine tolle Geschichte. Das zu den Unternehmen. Jetzt bei den Privatpersonen, grob zusammengefasst, wir haben mal die Frage gestellt, was beschäftigt dich heute, wenn du Büroarbeit machst, also wenn du dich mit dem Bürotisch beschäftigst, also Bürotisch, das Bigeli mit Rechnungen, dann ein bisschen das Handy, das ich muss, im Griff halt, natürlich nachher auch Laptop oder so, für all die Sachen zu sichten, zu erledigen. Und die Antwort war, ja, yeah, das mit den Finanzen. Es wäre schon gäbig, wenn ich dort eine einheitliche Sicht habe über alles, was ich besitze und nicht um einzelne Konti oder so. Und das Zweite, was man gesagt hat, man wünscht sich mehr Transparenz in den Gesundheitsinformationen. Jetzt, was meine ich dort? Wenn ich zum Doktor gehe, gibt es eine Rechnung, die zahle ich und die tue ich dann abrechnen mit der Krankenkasse. Dann kommt irgendeine eine Kostengutsprache zurück. Und das ja, passiert recht viel und das ein bisschen transparenter zu sehen, wann passiert was. Und jetzt ist es wirklich so passiert, wie ich mir das vorstelle, dass ich am Schluss das Geld zurückbekomme. Das ist ein grosser Wunsch. Wenn man sich dann noch vorstellt, das ist der dritte Punkt, dass das Ganze noch in der Familie passiert, dann macht es einfach noch ein bisschen komplizierter. Mein Büro für mich allein ist einfacher, als wenn ich mich um das Büro von einer Familie kümmere oder von Freunden oder Bekannten oder von Gruppen. Und das somit ein Element Nummer 3. Zusammengefasst, also es geht um Übersichtskontrolle, es geht um den Wunsch nach einer bequemen Lösung, also es muss sicher einfach einfacher sein als heute, weil heute hat man sich ja grundsätzlich eingerichtet und darum ist dort wirklich wichtig, eine Einfachheit herzubekommen und natürlich der Wunsch nach einer sicheren Lösung, aber es ist eine Selbstverständlichkeit. Voilà, jetzt habe ich viel gesagt, das waren viele Worte, es ist viel besser, das zu schauen und zu erleben und da möchte ich mir jetzt gerne hergehen. Wie seht ihr die 3 neue Services aus, der sichere Nachrichtenverkehr, der intelligente Bürotisch und der interaktive Ablage. Und da steigen wir ein, im Sinn von Best of Both Worlds, zuerst in digitalen Briefkasten linker Hand, der ergänzt ist um intelligente Bürotisch und intelligente Ablage. Das ist E-Post, digitaler Briefkasten. Und rechter Hand, wenn man dann noch mehr will, in seinem Bürotisch automatisieren, dann ist das jetzt klar am MyLife. So im Sinn von, macht deine Post einfach und das andere ist, macht dein Leben einfach. Voilà. Und dann steigen wir da mal ein und ich zeige ein paar Sachen. Jetzt muss ich mich da schnell einrichten. Präsentation beenden. So. Gut, stell mir vor, wir sitzen im Zug. Und zwar im Zug, wir fahren von Bern nach Zürich, also typischer Arbeitsheimweg. Und ich werde mal schauen, was auf meinem Bürotisch ist, weil der jetzt im Hosensack. Dann nehme ich mein Handy führen und erledige jetzt einfach schnell, was auf meinem Bürotisch liegt. Und ja, es ist typisch in dieser Zeit, oder? Das E-Post-App und das MyLife-App ist auf dem Startscreen von meinem Smartphone, weil ich brauche ja das quasi alltäglich, wie etwas passiert. Also ich hocke jetzt im Zug und ich tue mal das App auf und logge mich ein. Ihr seht hier jetzt den Eingang, den Posteingang, die Digital Letterbox, das Archiv und der Scanner, weil manchmal kommt jemand noch eine CDU, die ich kurz digitalisieren will. Voilà. Und was schon auffällt, hier in meinem Posteingang, dass sie die Nachricht, die ich bekomme, und es ist klar ersichtlich, wer mir die geschickt hat.
Also es geht hier vor allem um die Beziehung von dem Unternehmen, der hier dargestellt ist, mit mir als Privatperson. Und das soll immer zuvorderst sein. Es geht also nicht um die App selber, sondern es geht um die Kommunikation, die passiert. Voilà. Also dann habe ich auch klar eine Lohnabrechnung bekommen. Tipptopp. Salary and Taxes, das ist korrekt ausgewählt worden von meinem intelligenten Bürotisch. Dann lege ich das mal ab in Ordner Taxes. Genau. Das ist in der Ordnung. Und somit ist das erledigt. Das Thema Valiant, das lasse ich mal raus. Das habe ich schon bearbeitet. Und jetzt komme ich hier zum Mobiliar. Genau, Diebstahl, Velo. Genau, mein Velo ist mir geklaut worden. Da habe ich eine Schadenmeldung gemacht. Ärgerlich, es war neu. Nichtsdestotrotz muss ich da noch etwas machen. Ja, okay. Jetzt weiss ich ja, logisch, sie wollen noch wissen, welches Velo. Wie teuer es war, wenn es gestohlen wurde. Verständlich. Rechnung. Die habe ich abgelegt, die habe ich bekommen, die kann ich schnell aus meiner interaktiven Ablage holen, genau. Hätten wir auch drin und das ist korrekt, das ist das Bankkonto, ich will die Versicherung abwickeln, super, schließe doch das ab. Wunderbar. Mobiliarset, merci. Perfekt. Nächstes Thema, Serafe. Jawohl, Gebühren sind wieder fällig. Ja, das sieht gut aus, das zahlen wir. Haushaltskonto, korrekt, das hat mir auch gerade geholfen. Ausführungsdatum, Ende Jahr, perfekt. Ah, jetzt hat der Bürotisch gemerkt, dass es das eine Rechnung ist, die immer kommt. Jetzt fragt er mich, ob er sofort zahlen und immer automatisch. Ja klar, das ist viel einfacher, wird das gleich erledigt. So. Ja, clever. Jetzt hat der Assistent wieder gemerkt, dass das eine Rechnung war an meinen WG-Kollegen und an mich, also an den Haushalt. Und jetzt fragt es mich hier, ob ich gerne den Betrag teilen mit dem Haushalt, respektive mit dem Lück. Ja klar, habe ich das ja auch gerade erledigt. Halbe, halbe, wie wir das bei allen solchen Sachen machen. Perfekt. Gut, nächstes Thema. Wunderbar, wie das flott geht. Kontoauszug sparen. Tipptopp, das tun wir doch archivieren. Smart Archiv, Vorschlag. Aha, das ist am richtigen Ort und immer direkt ablegen. In Zukunft somit kann ich das einfacher archivieren, noch einfacher machen. Perfekt, smarte Archivierung. Und dann habe ich noch eine Einladung für die Fahrzeugprüfung. Das war immer so eine Sache. Mal schauen, wie es auch jetzt geht. Aha. Jetzt fragen Sie mich noch über hier. Fragen Sie mich das gerade? Ja, gut, nein, das kann ich nicht, das weiß ich gerade, da ist schon etwas los. Alternatives Datum, klar. Das ist jetzt schon noch gäbig. Das heisst, ich habe direkt eine Veränderung vorne. Ich kann direkt jetzt mit dem Strassenverkehrsamt kommunizieren und ich kann hier einen Termin abmachen, der mir wirklich auch geht. Kalender eintragen, Checkliste, wow, das ist jetzt wirklich zügig gegangen. Wunderbar. Mein Briefkasten ist quasi leer. Sehr gut. Gehe ich noch schnell ins Archiv und das Archiv möchte jetzt gerne noch demonstrieren, was das Branded Folder Thema anbelangt, eben das Unternehmen vor allem präsent auch soll sein. Das ist zum Beispiel die Valiant. Die bekommt dann in diesen Archiven die Möglichkeit, wie jedes Unternehmen auch, das das will, eine eigene Microsite zu haben. Da kann man auch die kundenspezifischen Informationen genau dort schon anzeigen, wo der Kunde auch ist und wo der Kunde auch geht, Informationen suchen. Das ist der Patrick Küsselmann, das ist mein Berater. Da kann ich direkt telefonieren oder schon mit ihm chatten. Das ist natürlich extrem praktisch. Das gleiche auch im Prinzip natürlich auch bei der PostFinance. Ich kann es wegklicken, kann es wieder dazugeben. Dann tut Regina Reber und das Team sich um meine Angelegenheiten kümmern. Dann darüber hinaus, wir haben über die Interaktion gelernt oder das Gestalten von der Kommunikationsbeziehung als echte Interaktion. Und das ist hier zum Beispiel von der Serafe dargestellt. Man hat hier die Möglichkeit, den Adressat von der Rechnung zu ändern, Korrespondenzsprache zu ändern oder Periodizität von der Rechnung selber zu ändern. Und das sind so Beispiele oder das sind so kleine Sachen, wo man manchmal heute ein Telefon führen muss oder man muss irgendwo ein E-Mail schicken. Und hier wird es einfach instant am gleichen Ort, ab dem Bürotisch aus dieser interaktiven Ablage erledigt. Voilà. Und noch das letzte Beispiel.
Strassenverkehrsamt auch da eine Bestellung aufgegeben. Hier ist jetzt ein Ersatzkontrollschild. Ein Beispiel von so einem Use Case, viele weitere sind denkbar und kann man natürlich zusammen jeweils mit dem Geschäftskunden aus dem Ökosystem, der sich dafür auch interessiert, für Clara MyLife-Lösung gemeinsam entwickeln. Gut. Voilà. Das war der digitale Briefkasten. Und ich schaue auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir Sachen geschaut, wie macht deine Post einfach. Und jetzt macht Clara MyLife noch das Leben einfach. Und wir steigen jetzt hier ein. Und das, was wir werden sehen, ist mehrere Themen jetzt neu. Also da ist noch mehr drin. Und ihr seht jetzt hier den digitalen Briefkasten, Digital Letterbox und Archiv, ist explizit hier auch eingebunden. Der Bürotisch wird aber weiter ergänzt um Funktionalitäten. Da steige ich jetzt einmal in Finance Teil. Finance Teil sind nachher die Möglichkeiten gross. Da zum Beispiel kann ich darstellen, wo ich Geld ausgebe. Und zwar nicht nur bei einem Konto, sondern eben bei allen Konten, über alle Konten hinweg, die ich hier auch verknüpft habe. Ist jetzt hier Europa abgebildet. In der aktuellen Zeit geht es auch mehr um das Darstellen, wo ich ausgebe in der Schweiz. Voilà. Das ist das eine Teil. Das andere, im Bereich Finanzen geht es ja viel auch um Wünsche, die ich mir realisieren möchte. Geld ist Mittel zum Zweck für so vieles, Konsumation, andererseits auch um Wünsche erfüllen. Und da tut mir auch Clara helfen, die Wünsche transparent zu machen und nachher auch gezielt auf etwas herzusparen. Einen Wunsch realisieren, das gibt so ein tolles Gefühl dazu. Und wie mache ich das? Ich fasse da mal so einen Wunsch. Das neue Auto, das Icon dazu. Dann, wie viel das ich sparen möchte, respektive wie viel das Auto kostet. Das habe ich ein bisschen vorher geforscht. Wie viel das ich sparen und woher das ich sparen möchte. Und wer hier auch noch mitmacht. Also der Peter und ich zusammen auf das sparen. Voilà. Und somit ist das Ziel gesetzt. 2 years left, genau. Mit diesen 500 Franken pro Monat. Und dann haben wir das eingerichtet. Und es reiht sich nachher ein, oder es geht Zeit durch. Jetzt hat man da gesammelt und jetzt haben wir schon gespart. Und es fehlen auf die 12.200 Franken noch 7 Monate. Gut. Das sind übrigens nachher die Liste von all meinen Zielen, die ich noch habe. Da schauen wir doch mal das an, was schon gleich nachher ist. Das ist der Töff. Voilà. Ja, super. Ja, mit der Vodouas schon diverse Versicherungen und ich habe eingestellt, sie soll mich aktiv erinnern, wenn ich irgendwo eine Optimierung habe. Und jetzt haben die durch das gemerkt, dass sie gleich einen neuen TÜV haben werden und machen mir irgendein tolles Angebot dazu. Das ist natürlich extrem gebig, das stärkt meine Kundenbindung dort extrem. Das war jetzt eine tolle Geschichte. Voilà. Gut. Gehen wir hier noch das letzte Thema, das ich zeigen möchte. Das ist 3a-Konto eröffnen wir Ende Jahr. Da geht es so darum, wer es gerne machen möchte, dort in privater Vorsorge etwas zu leisten, tue ich doch ein Konto auf. Mit der Cornerbank, da ist schon Empfehlung abgegeben, welches, plus noch welches Produkt es soll sein. Wie viel das ich sparen dazu, auf welchem Konto und let's do it. Und dann wird ein Telefon gemacht zur Kundenberaterin, zur Emma, ich muss mich noch identifizieren, das ist tipptopp, sehr gebig. Ja. Passt doch. Dann bekomme ich noch Dokumente, die ich unterschreibe, das tue ich doch auch gerade erledigen. Und somit ist mein 3a-Konto bereits auf. Das waren nur ein paar aus dem Bereich «Macht mein Leben einfach». Vorher sind wir ins Detail gegangen, «Macht die Post einfach». Und ich hoffe jetzt mit dem Einblick in die Vision «Clara MyLife», die wir heute wieder arbeiten, mit einer neuen Ambition, habt ihr auch jetzt ein Gefühl bekommen, was die Worte, die ich vorher gesagt habe, effektiv nachher auch für eine Wirkung soll und erziele eine konkrete Lösung. Und darum möchte ich jetzt gerne übergehen. Hans-Peter, mein Interviewer. Und jetzt schauen wir doch mal, was er für Fragen dabei hat und was für Fragen vielleicht aus dem Chat kommen.
Hans-Peter, hallo. Salut Adrian, grüezi miteinander. Ich bin öppe bei Kunden unterwegs und was eigentlich Begeisterung auslöst, ist das Ökosystem oder die Idee von dem Ökosystem. Und es ist richtig, jetzt ist Post Bestandteil geworden von dem Ökosystem und das führt vor allem dazu, dass jetzt noch besser wie vorher eigentlich Geschäftskundenwelt mit Privatkundenwelt kann verbunden werden, indem das Geschäftskundenwelt, die Privatkundenwelt ja oftmals Mitteilungen machen will, angenehme, auch unangenehme Rechnungen. Und das würde auf diesem Kanal laufen, ist das richtig? Das ist die Idee dahinter. Also, wir gehen heute davon aus, dass die B2C-Kommunikation, am Schluss geht es ja eine Art um das, schon über mehrere Kanäle auch läuft. Und was wir hier eigentlich machen, wir stellen den Kanal zur Verfügung, plus wir verlängern eben das Kundenerlebnis über einen Empfang hinaus. Also so eben eine Interaktion starten und möglich. Und das ist natürlich in der elektronischen Welt mit all den Möglichkeiten, die man dort hat, ist ein grosses Potenzial, da kann man viel näher erreichen. Und das ist dann quasi die Ergänzung heutiger Kanäle dazu und das dann in der elektronischen Welt. Ja, genau, um das geht es. Ja. Danke vielmals. Jetzt hat man die Regie ein paar Fragen zusammengestellt, die sind jetzt ein bisschen gebündelt, die reingekommen sind jetzt im Laufe vom heutigen Morgen. Du hast unter anderem auch gesagt, wir bringen 3 neue Produkte auf den Markt. Sicherer Nachrichtenverkehr ist das eine davon. Sicherer Nachrichtenverkehr. Als Versicherung stelle ich mir das richtig vor. Als Versicherung heisst das, ich kann meine Police, ich kann meine Newsletter, ich kann meine Rechnungen, ich kann auch schlussendlich, kannst du es zeigen, irgendeine Abrechnung über diesen Weg abwickeln. Das gleiche Thema, es gibt einen neuen Kanal auf. An dem Ende des Kanals ist typischerweise heute der Briefkasten vor dem Haus. Heute ist der Briefkasten nachher im Hosentaschenformat, im Hosensack. Genau, also mit den Möglichkeiten, das, was man heute schon versendet, einfach auf andere Art, sofern eben das der Privatkunde auch will, nachher zuzustellen. Ein Marketingleiter von einer Versicherung ist ein bisschen kritisch im Sinn von, er sagt, Ich mache das gern, aber ich mache das eigentlich nur dann, wenn ich eine gewisse Anzahl von meinen Kunden kann erreichen kann. Also wenn ich nur 3-4% von meinen Kunden auf dem Weg erreiche, dann ist das nichts für mich. Dann habe ich nämlich einen weiteren Kanal eröffnet, das wollte ich nicht. Wie sehen wir das? Also mal grundsätzlich vollkommen verständlich. Ein Kanal, ein neuer vor allem, der muss attraktiv sein. Oder man muss zumindest den Wert sehen oder den Weg zur Attraktivität, den der Kanal hat. Also am Ende des Tages, denke ich, wird es um 2 Sachen gehen. Um Reichweite und also wie viele Kunden hängen an diesem Kanal und um einen Wert, den er generieren kann. Jetzt innovative Unternehmen werden vor allem auch helfen, an den Werten zu kreieren. Und das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass das dann am Ende des Tages am meisten bringt, wenn man das in so einem Co-Creation-Ansatz so macht. Das ist der eine Teil. Und das andere Thema ist natürlich die Reichweite. Und da können wir uns eben jetzt als Teil von der Post auch an den Motor-Post anschliessen. Oder? Wir haben vorhin gehört, die 2,6 Millionen Privat-User, oder, die heute auf Post.ch unterwegs sind. Man stellt sich mal vor, jeder von denen hat dann den digitalen Briefkasten schon. Also da sind wir in der Reichweite von 2,6 Millionen. Dort sind die Briefkästen dran gehängt. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, sofern das auch in Parteien wünschen, der B2C-Kommunikation, das System ans Laufen zu bekommen. Also Thema Reichweite, da hilft uns natürlich der Motor für eine moderne Schweiz schon stark. Danke vielmals. Es hat auch eine Bank reagiert. Und du kannst dir vorstellen, um was es geht, wenn es um eine Bank geht. Es geht um Vertraulichkeit. Haben wir das im Griff? Das haben wir im Griff, ja. Wir arbeiten heute bei Clara schon mit diversen Banken zusammen. Das haben wir auch im Eingangsreferat auch gehört. Und das ist für mich eigentlich eine Nagelprobe. Oder? Hätten wir es nicht im Griff und hätten wir das A nicht können in der Verkaufssprache zeigen und B jetzt nicht auch im täglichen Doing, hätten wir es nicht können zeigen, dann wären sie auch nicht gekommen. Ja. Du hast gerade bei dem Teil von dem sicheren Nachrichtenverkehr zeigen, Versicherungen, Banken, aber auch Behörden, Verwaltungen sind Netzwerkpartner in dem Sinn. Ich habe kürzlich Kontakt mit einem Gemeindeschreiber, wo mir sagt, okay, ja, das ist ein guter Weg, um meine Steuerrechnungen zu verschicken. Aber das ist auch interaktiv möglich. Also die Gemeinde oder mein Wohnort kann mir auch sagen, geh deinen Wasserzähler ablesen und gib mir eine Rückmeldung, was dort draufsteht.
das ist das Schöne an der Idee von einem Ökosystem. Was am Ende des Tages kommuniziert soll werden, das bestimmen Parteien untereinander. Und wenn man da denkt, was eine Gemeinde auch für Bedürfnisse hat gegenüber ihren Bürgern, und wenn man sagt, ja, Behörden und Gemeinden sollen auch Teil werden vom Netzwerk, dann tut es natürlich ein Tor auf, wo eben genau das Thema Potenzial war, das ich vorhin angesprochen habe. Es ist Potenzial vorhanden. Die Frage ist einfach, wenn und in welcher Form man so eine Interaktion gestaltet. Darum, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, selbstverständlich, ist auch möglich. Schön. Intelligenter Bürotisch, die zweite Neuerung oder das zweite Produkt, die zweite Dienstleistung, die wir auf den Markt bringen werden, wie du es gesagt hast, im Zusammenhang mit Bezahlen. Es gibt da doch auch noch ein paar Fragen. Also, wie funktioniert das? Also, wie muss ich das ein privater User, ich, wenn ich mir meine Rechnungen bezahle? Du hast jetzt hier ein Beispiel gezeigt. Aber wie kommt das zu mir? Ist das also, wenn ich mir das vorstelle, wie E-Bill oder wie läuft das? Also die Rechnungen, wie sie daherkommen, kommen eben über den digitalen Briefkasten einerseits direkt eingestellt von einer Bank, von meiner Versicherung oder von einer Behörde, die mir eine Rechnung stellt. Das ist der Weg rein, oder? Ich habe die Möglichkeit, wenn ich etwas noch physisch bekomme, das abzufotografieren oder wenn eine Rechnung von einem Telco-Anbieter in die E-Mail kommt, das einfach mit Teilen mit reinzustellen. Jetzt wäre es mal da. Oder, jetzt weiß ich nicht, ob das die ganze Frage war, aber ich glaube, es geht noch um etwas anderes. Wie geht es denn weiter? Oder? Wie wird es denn nachher auch gezahlt? Und da ist es so, ich werde die Möglichkeit haben, in Clara MyLife meine Bankkonto zu verknüpfen. Also dort machen wir nichts anderes als das, was wir in Clara Business auch schon tun für KMU. Bankkonto verknüpfen, Rechnungen, die vielfach bei uns in der Schweiz noch als Einzahlungsschein daherkommen, werden als Zahlungsauftrag vorbereitet und in diesem gesicherten Kanal zu meiner Bank als Zahlungsauftrag nachher dort platziert. Also wir übernehmen nicht die Zahlung direkt, sondern wir generieren den Auftrag und geben der Bank, die ich ja schon kenne. Also am Ende des Tages machen wir einfach als Zwischenstück das Leben einfacher im Thema Finanzüberblick behalten und können Zahlung auslösen. Das verstehe ich, ja. Ja. Jetzt war die Rede gewesen, vom Bürotisch im Taschenformat. Jetzt, wir sind ja auch mit verschiedenen Generationen unterwegs, Taschenformat, das schätzen die einen, die anderen arbeiten vielleicht lieber auf einem Gerät wie das hier. Haben wir da auch Möglichkeiten oder bleibt es bei dem? Das Schöne ist, Möglichkeiten sind zu viele, sind viele da. Wir werden starten mit der App im Hosentaschenformat. Das ist das, wo wir das Gefühl haben, werden wir am meisten Leute am Anfang erreichen, die gerade einen Mehrwert daraus ziehen können. Ich schließe aber nicht aus, dass nachher, wenn wir zu Use Cases kommen, wie zum Beispiel Dateien gemeinsam aufladen, oder? Das wird auf dem Handy dann schwierig, das ist ein bisschen eine Fummelerei, dass wir auch adäquate Oberflächen nachher so auf dem Laptop werden haben. Und der Jens hat es vorher gezeigt, wer hier in diesem Kanal war, wie die Webseite entsteht. Oder? Da haben wir auch eine Webseite gehabt, die passt sich automatisch an das Endgerät an. Also ist ja hier am Ende des Tages nichts anderes. Mein Bürotisch muss sich irgendwie automatisch an das Endgerät können anpassen, wo ich effektiv unterwegs bin. Es ist noch eine Frage eingegangen, möglicherweise von jemandem, der schon ein fortgeschrittenen Alter ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es da um Vorsorgethemen. Ja. Patientenverfügung, kann man sich so etwas auch vorstellen? Oder einen Vorsorgeauftrag oder ein Testament schlussendlich da rechtsgültig zu formulieren, abzulegen und das Nötige zu machen? Sind das so Vorlagen gemeint? Also, schon. Also heute, denke, ja. Heute kann ich die Vorlage irgendwo suchen im Internet oder gehe zum Kollegen schauen, wie er es macht. Ja, eben, die Möglichkeiten sind dort viele, dass es ein Bedürfnis ist und auch so eine Kundengruppe kommt. Und wir werden ja auch in Dialog treten mit diesen Kundengruppen, die Clara MyLife werden einsetzen. Und es klingt jetzt so ein bisschen wie ein Wunschwahlrad, der ist nicht ausgeschlossen. Nein, ist es nicht. Und es ist ja das Schöne, eben, macht dein Leben einfach. Wir gehen dort das Leben einfach machen, wo wirklich die Nutzer auch ein Bedürfnis haben. Genau. Schön. Gut. Ich weiß nicht, wie viele Fragen hast. Ich muss noch ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich habe eigentlich schon ein bisschen Kärtchen rauf. Ich glaube, wir kommen langsam zu Ende. Ob eine Frage muss noch leiden. Und dann müssten wir dann wieder den Kanal wechseln. Ja, es ist eigentlich noch ganz eine einfache Frage. Also, und schlussendlich, also ich kann nicht nur solche Dokumente verwalten, die mir irgendwie über den Kanal zugestellt werden, die irgendwie so reinkommen. Kann man das immer noch nicht ganz vorstellen, aber ist ja gleich. Und
aber ich könnte auch Dokumente selber erstellen und in das Ökosystem oder in mein Büro einbauen. Aufnehmen. Selber Dokumente, also Textverarbeitung gemacht oder ein Word-Dokument zum Beispiel. Ja, das probiere ich hier kurz zu zeigen, das ist gerade am einfachsten. Die Möglichkeiten vom Handy tun wir natürlich komplett ausschöpfen. Und da gehört bei den Smartphones auch eine Kamera dazu. Dort ist der Scanner eingeblendet. Und in dem Sinn ist das eigentlich das letzte Instrument, das letzte Zettel, kannst du auch so nehmen. Gut, merci für die Fragen. Merci auch für die Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und merci für die Aufmerksamkeit. Das Thema geht weiter. Clara Experience Day. Das Programm geht weiter. So. Schnell einschalten. Bitte Kanal wechseln. Das sollte automatisch passieren. Bei wem es nicht passiert, einfach kurz im Browser Reload drücken. Und dann wechseln wir auf einen anderen Kanal im anderen Saal. Frie, ich werde mich bei euch verabschieden. Merci vielmals für das Interesse. Und es würde mich freuen, die einen oder anderen, die jetzt virtuell zugeschaut, in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen und das Thema Clara My Life zu vertiefen. Ade miteinander. Schöne Woche weiterhin. Merci.